Das Wolfsburger Schulzentrum Westhagen ist ein klassischer Vertreter der Architektursprache der 1960er und 70er Jahre. Für den seinerzeit größtenteils fertiggestellten Stadtteil Detmerode und das geplante Baugebiet Westhagen entwarfen die Braunschweiger Architekten Hans-Joachim Püsal und Eike Rollenhagen eine Realschule und ein Gymnasium. Zwei getrennte Baugruppen, die doch zusammengehörten und auch heute noch zusammengehören. Beton, Holz und Glas, diese drei Materialien bestimmen im Wesentlichen das skulpturale Erscheinungsbild der Schule, die heute Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule heißt. Der Spaß, den Püsal am Entwerfen hatte, erschließt sich dem Betrachter sofort. Da waren wir mal in der Schweiz und hatten von einem oder zwei Architekten, die da besonders tätig waren, hatten wir Bauten gesehen, die in Beton machten. Und das hatte uns so begeistert, weil das eine sehr schöne, saubere Arbeit in Beton war. Wir kannten ja nur immer Platten gelegt und dann wurde drauf gedonnert der Beton und keine Rücksicht genommen auf die Struktur der Schalung. Und wir hatten dann während des Wettbewerbes, da wird ja über alles Mögliche dann diskutiert, was, wenn und wie, hatten wir dann gesagt, also wir müssen diese Struktur, die wir hier versuchen reinzubringen, also nicht diese üblichen Kästen, es war ja damals noch üblich, diese zweiseitige Belichtung. Und das führte ja zu dem sogenannten Kammsystem, was Ihnen ja bekannt ist. Ne? Das sind gerade Riegel und dann ein Flur, der verbindet also die Nebenräume oder Haupträume der Verwaltung und sowas. Und da sagten wir, das wollen wir nicht. Wir wollen einen Krümelhaufen praktisch. Und diesen Krümelhaufen, den müssen wir jetzt in der Landschaft ausformen. So ist das entstanden. Und mit welchem Material? Da war es Beton. Und das macht dann, wenn Sie diese Idee dann so ein bisschen weitertragen, macht das Spaß, da immer weiter dran zu basteln. Püsal und sein Mitarbeiter Eike Rollenhagen gewannen den Architekturwettbewerb um den Bau des Schulzentrums 1965, unter anderem gegen ihren einstigen Lehrer, den Architekturprofessor Friedrich Wilhelm Krämer, der die berühmte Braunschweiger Schule entscheidend geprägt hatte. Die Jury lobte den Siegerentwurf und fand das Spiel der Baukörper ausgezeichnet. Das Schulzentrum wurde Püsals erster Schulbau dieser Dimension. Bundesweit machte er sich damit einen Namen. So, und diese Tätigkeit mit den Wettbewerben auf dem Schulsektor, hielt so ungefähr beinahe zehn Jahre hatten wir also ganz konzentriert hier den Schulbau, forciert durch diese Empfehlung des Bildungsrates. Und da haben wir dann an den Wettbewerben teilgenommen. Ich hatte dann einen Mitarbeiter und dann waren es zwei und dann wurden es drei. Und dann wurde das langsam größer. Und insgesamt habe ich 96 Preise im Schulbau allein bekommen, davon 32 erste Preise, die ich auch alle verwirklicht habe. Weil Sie fragen, also was sind Sie nun Schulbauer? Das bin ich für eine kurze Zeit gewesen. Natürlich, wenn Sie dann so ein bisschen bekannter sind in der ganzen Thematik, werden Sie herangezogen ja auch für andere Tätigkeiten. Da war ich Preisrichter und im Ministerium dort war so ein Beratungsgremium über die Raumprogramme und so. Da machte man dann mit, ne? Püsal bedauert, dass er seinen kompletten Entwurf letztlich nicht umsetzen konnte. Besonders der Verzicht auf die geplante Aula schmerzt. Er war den damals geringer werdenden finanziellen Möglichkeiten der Stadt geschuldet. Zu Beginn der Planungen war Geldmangel nicht absehbar, aber es gab andere Rahmenbedingungen, wie die städtebaulichen Visionen der Wolfsburger Kommunalpolitik, die den Entwurf prägten. Die Stadt hatte Vorstellungen mit der Schule erstmal, mit den Erweiterungen und so weiter und hatte dieses große Grundstück.
So, und aus dem Plan haben wir entnommen, wenn sich das eines Tages verwirklicht, dann müssen wir die Schule komprimieren. Wir dürfen nicht das Grundstück ausnutzen, denn dann rücken wir an den Rand auf die Verkehrsadern zu. Und da fiel erstmal die Entscheidung, dass wir eine komprimierte Schule bauen. Nicht zweistöckig, was so ungefähr das Nonplusultra war, sondern also ruhig noch ein Stockwerk mehr. Das zweite war, konzentrieren nicht einzelne Zugänge, sondern praktisch sternförmig auf ein Zentrum, das nannten wir Forum, das kennen Sie ja, wo das Wasser plätschert, dass von da aus alle Einrichtungen erreichbar waren, unter anderem auch die Aula, die damals eine ganz besondere Rolle spielte, denn die Aula war für außerschulische Nutzung vor allen Dingen dieser beiden Bezirke auch vorgesehen. Und diese Lösung, die wir dort im Wettbewerb angeboten hatten, gefiel dem Preisgericht ganz besonders, weil wir das ja auf zwei Ebenen entwickelt hatten. Sie konnten also vom Erdgeschoss der Schule runtergehen wie in ein Amphitheater und Sie konnten auch im Erdgeschoss, also wo jetzt der Parkplatz da ist, in das Gebäude. Und das Ganze war in seiner baukörperlichen Ausbildung, in seiner Gestaltung wirklich der Schwerpunkt der Anlage. Das, wenn man die Anlage hier anlief, dann war die Aula der entscheidende Punkt. Das ist nachher durch die ganzen Diskussionen, die Entwicklung, die das genommen hat, alles ein bisschen anders gelaufen. Denn man stellte dann fest, dass einmal von pädagogischer Seite andere Vorstellungen und andere Forderungen waren und letzten Endes auch die Finanzen mit berücksichtigt werden mussten. Ne? Auch ohne Aula sind Büser ganz besondere Lösungen gelungen. Besonders markant sind die offenen Sichtbetontreppen als Verteiler in beiden Schulgebäuden. Durch ihre x-förmige Gestaltung erlaubt sie einen geraden und kreuzungsfreien Weg nach oben und unten. Püsal selbst bezeichnet sie als Hexentreppen. Im Außenbereich ist vor allem die Brunnenanlage prägend. Sie greift die Gestaltung und Materialität des Schulbaus auf. Aus 6 Kupferplastiken fließt das Wasser stufenweise ab bis in das untere Becken. Die Brunnen sind bis heute willkommenes Rückzugsgebiet im betriebsamen Schulalltag. In ihrer architektonischen Qualität ist die Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule fraglos noch heute herausragend. Auch 5 Jahrzehnte nach der Planung ist die Funktionalität des Baus up to date.